Bei unserem Alpha Forum begrüße ich Sie sehr herzlich, meine Damen und Herren. Unser Gast heute ist eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Literatur, im Film und im Fernsehen. Gerade ist er wieder mit einer Neuerscheinung auf dem Buchmarkt. Wieder sind es Lebensläufe, die er dem Leser erzählt. Professor Dr. Alexander Kluge, Jurist, Autor, Filmemacher, Fernsehproduzent. Sie schreiben, Herr Kluge, in diesem Buch über die Lebensläufe, es ist bereits das fünfte Buch, für Menschen sind Lebensläufe die Behausung, wenn draußen Krise herrscht. Das ist so ein Motto. Was meinen Sie damit? Wir leben in einem Gefäß. Eigentlich leben wir in drei Lebensläufen, in unsere Eltern, die uns etwas erzählen, in unserem eigenen Leben und dann in dem unserer Kinder. Das ist ein Erzählraum. Wir sind nicht abstrakt tätig in 100 Jahreszeiträumen oder in 10 Jahresabschnitten, nicht mal in einem Jahr, sondern im Lebenslauf. Und diese Lebensläufe kann man einreichen, wenn man sich bewirbt, dann sieht man sie von außen. Aber die Lebensläufe blicken auch zurück. Also wenn ich hier Ihnen gegenüber sitze, kann ich gucken wie ein Sechsjähriger und ich kann in meiner Altersklasse gucken. Das hängt übrigens nicht von meiner Willenskraft ab, sondern das macht man von selbst. Insofern sind das Häuser. Es ist wie eine zweite Haut, ja, in der wir leben. Unsere Wirklichkeit prägt sich durch Lebensläufe. In welchem Sinne Behausung, die auch schützt? Es ist ja schließlich das eigene gefährdete Leben, was man ja lebt, auch selbst hier im Studio. Nun können Lebensläufe auch zerrissen werden. Also wenn ich 1945, ja, sozusagen an der Zeitenwende, ja, das falsche Leben geführt habe vorher, ja, dann zerreißt das. Wenn eine Industrie zusammenbricht, wenn ein Ruhrgebiet, ja, nicht 8 Generationen, also 8 Lebensläufe von Menschen verzehrt und dann sich ändert, ja, oder Mittelengland, dann sind das alles schicksalsträchtige Ereignisse. Also Lebensläufe sind nicht nur gemütlich. Fiel Ihnen das vielleicht auf in dem Moment, weil Sie 1945 erwähnen, wo Sie ja gerade vielleicht 10, 20 Meter richtig standen und nicht an der Stelle, wo die Bombe einschlug? Hat Ihnen das so sozusagen einen existenziellen Lebensmoment geschaffen, der eigentlich weiter geprägt hat, was auch Ihre Betrachtung der Welt dann bedeutet hat? Sagen wir mal so, im Moment nicht. Ich kann nicht behaupten, dass ich da als 13-Jähriger, ja, verstanden habe, wie das gemeint ist. Die Familie wurde gerettet, ja, aber mit knapper Not. Und ich habe eigentlich da in dem Moment nur gedacht, das kann ich aber jetzt meinen Schulkameraden morgen am Montag erzählen. Ja? Hier ist mal endlich was passiert und ich muss zur Klavierstunde anschließen. Sie verstehen, völlig unverhältnismäßig. Aber 30 Jahre später, 40 Jahre später, da fangen Sie an zu überlegen. Und zu verstehen, was es ist, wenn eine Bomberflotte, so eine fliegende Industrieanlage heranfliegt. Ja? Mhm. Und man sitzt unten und nicht mal beten könnten Sie, denn Sie wissen ja nicht, was Sie damit anrichten. Mhm. Und Sie haben dann im Grunde 17 Jahre später, also 1962, Ihr erstes Buch geschrieben. Das hieß auch schon Lebensläufe. Das ist ja jetzt das fünfte Buch Lebensläufe. Naja, ich habe nicht die ganze Zeit Lebensläufe geschrieben. Ja, aber man kommt darauf zurück. Und mich hat verblüfft im 21. Jahrhundert, dass man auf die Lebensläufe doch anders blickt. Und dass einem auch auffällt, dass nicht nur Menschen Lebensläufe haben, sondern auch die Dinge, auch die Landschaften. Ja? Ich nannte vorhin das Ruhrgebiet oder Mittelengland, wo früher Industrie war, ist sie jetzt nicht mehr. In Detroit, ja, da ist der Techno, ja, nicht? Ja. Da ist Jeff Mills. Das hat Weltbedeutung. Aber die alten, großen Industrien sind da plötzlich wie verzaubert. Das sind Dinge, die haben auch Lebensläufe. Alles Lebendige hat Lebensläufe. Und deswegen kommt man mit einer ganz anderen Betrachtung noch einmal drauf zurück. Das ist der Blick aufs 21. Jahrhundert, nicht, der Bodenhaftung hat. Was ist da anders geworden vom 20. zum 21.? Nun schauen Sie mal, Mitte des 21. Jahrhunderts sind wir auf diesem Erdball 2,1 Milliarden Menschen. 1939 zum Beispiel. Mitte des 20. genau, ja. Mhm. Und jetzt im 21. Jahrhundert, ja, sind wir 7 Milliarden. Das ist eine Änderung. Sie können sagen, 7 Milliarden Auswege. Ja, Sie können aber auch sagen, 7 Milliarden Mal eine Herausforderung. Das heißt also, wir sind mehr geworden. Die Minengelände, die sich
weil kein Problem aufgearbeitet wird. Ja? Mhm. Bilden in langen Friedenszeiten. Ja? Das ist auch etwas, was der Beobachtung offen steht. Ja? Ja. Und lieber beobachten im Jahr 1912 und das Jahr 1914 kommt nicht, ja? Mhm. Das Jahrhundert entgleist nicht, als dumm dastehen und sich überraschen lassen. Ich habe ja in Ihren Büchern auch die These, die Theorie quasi immer wieder gelesen, dass es auch nicht so laufen muss, wie es gelaufen ist. Also es hätte auch alles immer anders sein können. Sie könnten hier nicht sitzen, wenn Sie nicht eben 20 Meter woanders gestanden hätten, 1945. Und so schreiben Sie ja auch, dass der Erste Weltkrieg nicht zwangsläufig geschehen musste und auch der Zweite Weltkrieg und auch Hitler sozusagen diese Zwangsläufigkeit nicht hatte. Sehen Sie, die wirklichen Verhältnisse haben eine Grammatik. Es gibt den Moment. In der Tagesschau werden auch Momente abgehandelt. Dann gibt es aber in diesem Moment die Zukunft, ja, die Hoffnung, ja, und die Vergangenheiten. Ohne die gibt es doch gar keinen Moment. Dann kommt der Konjunktiv, die Möglichkeitsform. Und in der Antike, im Altgriechenland, hatten wir noch den Optativ, die Form der Wünsche. Richtig eine Grammatik von ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Wünsche. Nicht die Wünsche. Und diese Welt der Wünsche ist ganz mächtig. Das heißt, also wenn ich schreibe, der Antirealismus des Gefühls, der Emotionen, ja, steht der Macht der Tatsachen gegenüber. Mhm. Niemals gelten nur Tatsachen und niemals gelten nur Gefühle. Ja, aber beide sind gleich stark. Ja, was mich bei Ihrer Lektüre auch manchmal verwirrt, ist eben genau diese Parallelität von Fiktion und Realität, also Tatsachen und Erzähltes, Erfundenes stehen im Grunde gleichberechtigt und sogar unmarkiert nebeneinander. Das mache nicht ich, das macht die Wirklichkeit. Nicht? Also Sie müssten erst sozusagen eine Anstalt gründen und Abteilungen für Dokumentation und Fiktion machen. Ja. Sie müssen die Wirklichkeit verändern, ja, wenn Sie Ordnung schaffen wollen. Die Wirklichkeit selber ist darin anarchisch und kreativ, ja, dass beides zusammenkommt. Wünsche und Tatsachen. Erlöst die Tatsachen von der menschlichen Gleichgültigkeit. Das ist das Motto meiner Firma. Ja, Ihrer Firma DCTP, beziehungsweise eben dieser Kultur. Kairos Film heißt meine Firma. Ja, Kairos Film, genau. Die macht die Kulturmagazine bei DCTP. Ja, genau. Das ist sozusagen eines der Daten, auf die ich gerne gekommen wäre, ein spätes Datum schon, 1987. Also wie Sie feststellten, dass man eben tatsächlich gegen die Macht eines Leitmediums, und das war ja damals schon das Fernsehen, kommt man nicht mit Kritik an, sondern nur mit Gegenproduktion. Also Sie haben dann quasi, genau. Privatfernsehen wurde gegründet, Sie haben eine Gegenproduktion gegründet. Man könnte es freundlicher sagen, man soll das Beste, was man hat und was Geltung hat außerhalb des Fernsehens, in dieses Leitmedium hineintragen. Denn wenn der 11.9. passiert, dann schalte ich den Fernseher an und gehe nicht ins Kino, ich gehe nicht mal in die Oper. Ja. Ja? Sie verstehen, ein Leitmedium ist ein Vertrauensschatz, der von Zuschauern gebildet wird. Ja? Mhm. Wo gehe ich hin im Notfall? Ja. Das ist für die Frau Rath-Goethe der Marktplatz, auf den sie blickt. Und heute ist das Fernsehen. Und deswegen muss das Beste, was es gibt, nicht? Also was ein Max-Planck-Institut kann, ja? Was die Oper kann, ja? Das muss hinein. Und das ist eigentlich das, was wir da tun. Genau, wobei Sie dann nochmal, es gibt es ja auch im Öffentlich-Rechtlichen, gibt es ja auch Opern und Wissenschaftsdinge, aber Sie machen nochmal einen Schritt weiter und sprechen quasi von dieser nicht so verarbeiteten und weniger verstellten Öffentlichkeit, die Sie da versuchen, irgendwie originaler herzustellen in der Art, wie Sie Fernsehen machen. Sagen wir mal so, Sie sollten es nicht übertreiben, ja? Nicht, aber wir sind sowas wie eine Schweiz. Ja, auf der einen Seite das Privatfernsehen, das mächtige Antriebe hat, ja, zur Quote hin, zu einem Mainstream hin. Ja? Ja. Das ist eine breite Autobahn, da können Fahrräder nicht fahren. Ja? Ja. Und Waldwege gibt es da nicht. Und die Öffentlich-Rechtlichen, die natürlich hier ein Gegengewicht bilden, aber natürlich auch sehr groß sind. Mhm. Ja? Wenn Sie also richtig die großen plakativen Sendungen nehmen, dann können die sozusagen den Helge Schneider nicht so ganz gebrauchen. Und den Till Eulenspiegel, da weiß ich nicht, wie der durch die Pforte kommt bei einer Fernsehanstalt. Ich will nicht Böses sagen. Durch Ihre Pforte bei Ihrem Magazin. Da kommt er rein, ja. Und bietet uns dann was? Helge Schneider ja in vielen Variationen zu wesentlichen Trockenheit, Themen. Der schlägt jeden Witz aus, der kriegt aber den Karl-Valentin-Preis. Das heißt also, es ist eine Art,
ja, vom Zwerchfell her zu denken und nicht nur vom Kopf, ja, die ich sehr wertvoll finde. Das gehört zu dem Wertvollen, was man ins Fernsehen hineintragen soll. Ja, so wie Sie auch nicht eben den Unterschied machen zwischen Fiktion und Realität oder Tatsachen, machen Sie den auch nicht so richtig zwischen Ratio und Emotion. Sie sagen, die Ratio ist quasi ein verdichtetes Gefühl, die Rationalität. Sie, um rational zu sein, müssen Sie sich Mühe geben, müssen Sie sorgfältig sein, Sie müssen sachlich sein. Ja. Und sehen Sie mal, wenn Sie mich fragen, wer ich bin, ja, und wann ich mich bei mir zu Hause fühle, ich fühle mich zu Hause, wenn ich sachlich bin. Mhm. Ja? Sehen Sie mal einen Handwerker an, oder mein Vater ist ein Arzt, sehen Sie einen Arzt an. Ja? Wenn der sich Mühe gibt und etwas Verantwortliches tut, dann ist er als Person da. Ja? Mhm. Und wenn er sich um seine Bewegchen kümmert und sich subjektiv vertieft, wie empfinde ich heute das Wetter, ja? Nicht? Dann ist er nicht bei sich. Also der Mensch ist der Homo Faber, wenn er Mensch sein soll. Ist er. Er ist zweierlei, Homo Faber und er ist ein Gleichgewichtsmensch, Gleichgewichtler, Homo Kompensator, sagt Goethe. Mhm. Gleichgewicht, das ist das, was wir vor allen Dingen können. Was bedeutet das konkret im Leben Gleichgewicht. Des Menschen? Gleichgewicht. Sehen Sie mal, wir haben hier ein Organ. Ja? Mhm. Das ist ursprünglich mal aus der Seite eines Fisches entwickelt, ja? Und hat eine lange Evolution, das nennen wir das Ohr. Und das kann zweierlei, das kann Musik hören und es kann das Gleichgewicht aufrechterhalten. Ja? Das Innenohr, ja. Das Innenohr. Und sehen Sie mal, Gleichgewicht zu haben, ja? Das ist aufrechter Gang. Das ist ab und zugeben, das ist Großzügigkeit, Großmut. Ja? Mhm. Nicht? Dass Sie nicht Fanatiker von Haus aus sind. Ja? Sind wir nicht. Die Fanatiker kriegen weniger Kinder als die Großmütigen. Ja? Und diese Fähigkeit, Gleichgewichte zu haben zwischen Sachlichkeit und Empathie, Einfühlung. Ich glaube, dieses sind die beiden Grundeigenschaften, die ein Mensch hat. Ja? Die kann er übrigens nicht wählen. Wenn er nämlich sehr lange sachlich ist, dann muss er sich in was Fremdes einfühlen. Er muss Pause machen. Ja? Mhm. Er kann nicht nur ein Instrument sein. Ja? Mhm. Ja. Ich habe eine meiner Arbeiterinnen, also habe ich einen Bericht gelesen über eine Arbeiterin, ja, die immer, wenn sie 30 repetitive Bewegungen machte, so eine Zierbewegung machen musste. Mhm, ja, weil der Mensch ist nicht nur sachlich. Ja. Und darf ich das auch biografisch bei Ihnen verstehen, dass Sie erst mal sachlich anfingen, nämlich als Jurist? Ja. Und dann sind Sie, also verschlug es Sie nach Frankfurt ins Institut für Sozialforschung, das berühmte. Na, nur das kommt erst danach, aber dann verstug es mich dazu, dass ich Geschichten schreiben wollte. Ja? Schon vorher? Schon vorher, mhm. Ja. Und auch daher war mir das Institut für Sozialforschung so attraktiv, weil ich ja Geschichten interessant finde und das Geschichten erzählen. Ja? Und die kritische Theorie, also die im Institut für Sozialforschung in Frankfurt, als große Soziologie und Philosophie auftritt, da hatte ich immer den Eindruck, es wäre schön, wenn man in dieser Art, dieser kundigen Leute auch Geschichten erzählt. Da bin ich so Hilfsbursche geworden fürs Geschichtenerzählen. Gut, Sie waren ja Jurist dann eigentlich erstmal. Das war sozusagen Ihre Tarnung, dass Sie als Justiziar... Beziehungsweise das war der Vorteil, den ich Ihnen bot. Ja? Ja. Und dafür habe ich eigentlich schneller gelernt, als man als Student lernen würde. Kriegst du Privatunterricht, wenn Sie so wollen. Ja, genau. Mit Adorno, Horkheimer und all den großen Menschen, die wir heute nur noch ehrfürchtig sozusagen studieren, auch hatten Sie die Gelegenheit, mit denen umzugehen. Was haben Sie da? Zusatzhonorar, wenn Sie wollen, nicht in Naturalien. Ja. In Naturalien. Was haben Sie daraus gezogen? Sehen Sie, dieses Institut ist das einzige, das ich kenne, das gesagt hat, Philosophie ist praktisch. Wir wollen im Jahr 1932, das war die große Zeit des Instituts, eine Mauer bauen gegen den Faschismus. Ja, der ist nicht nötig. Ja? Und eine Philosophie, die ihn abwehrt, die taugt etwas. Und auf den Gedanken haben sie eine Arche Noah gebaut. Ja? Sind ausgewandert, haben in Amerika weitergemacht und kommen jetzt zurück. Ja? Mhm. Die kommen von einer praktischen Frage, warum war es nicht möglich in unserem schönen Land, das so gute Traditionen hat und 1800 eines der besten Länder, der gebildetsten Länder der Welt ist. Ja? Das marschiert in die Barbarei. Ja. Das ist, in meinen Augen ist das unverzeihlich, in deren Augen ebenfalls. Das ist das Bündnis. Aber da musste doch eine große Trauer geherrscht haben eigentlich, auch noch 58, denke ich. Aber Trauer muss man ausdrücken.
gerade 58 oder 62, ja, nicht? Das ist der Tag, das Jahr, an dem Eichmann hingerichtet wird. Dann wird das ja verhandelt öffentlich. Ja? Wir haben ja eine Öffentlichkeit gehabt, die hat etwas verarbeitet. Ja? Und dies muss aber auch in Geschichten erzählt werden, also nicht nur in Meinungen. Nun sind ja Hockermann-Daumann auch keine Geschichtenerzähler. Also insofern war es nicht der Ort, wo man Creative Writing eigentlich hätte lernen können. Nein, obwohl Adorno von Kunst sehr viel versteht. Ja. Aber die, es fehlte da etwas. Ja? Ich glaube nicht, dass die Literatur für wichtig fanden. Ja? Aber deswegen kann ich ja doch wichtig finden, ja? Dass man sozusagen in etwas untergeordneter Stellung. Ja, ja, genau. Hier Hilfsdienste einbringt. Das waren in den ersten Jahren dann erstmal Hilfsdienste und dann 1962 haben Sie ja mit einigen Kollegen zusammen quasi den deutschen Film revolutioniert. Also eine Revolution angezettelt, nämlich Opas Kino sollte tot sein und das Oberhausener Manifest wurde 1962 dann verfasst. Sagen wir mal, einen empörten Brief haben wir geschrieben. Und wir haben fest daran geglaubt, dass Freiheit, ja, dasjenige ist, was ins Kino gehört. Also nicht Zutatenfilme, Konfektionsfilme machen, bei denen man wie bei einer Planwirtschaft, ja, ein künftiges Vergnügen gegen Geld in der Kino, im Kino plant, ja, sondern das muss wie bei, wenn man ein Buch schreibt, ja, muss es aus einem Guss sein. Das ist Kino der Autoren. Und was ich heute im Fernsehen täte, wäre auch Fernsehen der Autoren. Autor bedeutet nicht, dass der Autor sich wichtig findet. Ja, der kann sehr wohl die Ich-Schranke senken. Dann kann man einen Kollektivfilm machen wie Deutschland im Herbst. Ja? 77. Dann kann man Kräfte vereinigen. Genau, ja. Kann man, also das ist nichts, der Autor ist nicht dazu da, sich als Dirigent oder Dompteur dahinzustellen, aber ist ein sehr guter Gärtner. Ja? Aber er kann sammeln. Sie haben ja schon von Anfang an eine bestimmte Art von Schreibtechnik, die übrigens sehr ähnlich ja mit der Montagetechnik, wie Sie Filme bauen, auch gemacht. Was ist für Sie der Vorzug dieser Art von sozusagen Montieren kleiner Stücke, kleiner Mosaiksteine, auch biografischer Mosaiksteine? Wo entsteht da quasi die Erkenntnis? Also sagen wir mal so, wenn Sie sich konzentrieren, können Sie eine gute Momentaufnahme liefern, sei es mit dem Bleistift, sei es mit einer Kamera. Die ist natürlich antagonistisch, also ein Gegensatz zu etwas, was Sie danach aufnehmen. Wenn Sie jetzt ohne, Sie können das jetzt kleben, ja, und die Schnittstelle kaschieren und dann kriegen Sie sowas wie ein nachgeahmtes Theater. Ja? Sie können aber auch das Gegenteil tun. Sie können die wirklichen Verhältnisse gegeneinander arbeiten lassen, also Gegensätze zulassen. Und das nennt man Montage. Sie haben also gewissermaßen eine konstellative Dramaturgie. Das klingt nach einem großen Wort. Ist aber nichts anderes, als was ein Planetensystem macht. Ja? Da haben Sie die Sonne, ja? Eine gravitative Kraft. Die hält das alles zusammen. Jetzt haben Sie keine Stangen, an denen die Erde um die Sonne herum schwebt, ja? Keine Gelenke oder irgendwie Verbindung, sondern die Schwerkraft, die Körper machen das autonom, ja? Und um die Erde der Mond und dann die Planetoiden. Und da haben sich jetzt schon die Fragmente, ja? Das sind ja Fragmente, ja, als Himmelskörper. Ja. Und diese Art, wie Himmelskörper sich frei bewegen und eine herrliche Vielfalt erzeugen, Polyphonie erzeugen, ja? Eigentlich eine Himmelsmusik erzeugen. Ja, das können wir mit den Mitteln der Literatur, der Worten, ja, oder mit Bildern im Kino genauso. Literatur ist ja ein einsames Geschäft eigentlich eher, während Film ist ja ein Teamgeschäft. Ja. Und Sie schreiben ja, dass Sie eigentlich ungeheuer team- und menschenorientiert gerne arbeiten, also mit anderen. Andererseits machen Sie ja auch viel Literatur, die ja in Einsamkeit eigentlich entstehen müsste, nehme ich mal an. Das tut sie. Sie sind nicht einsam, wenn Sie schreiben. Also ich schreibe zum Beispiel alles mit dem Bleistift. Ja? Mhm. Und jetzt kommt aus dem Bleistift etwas heraus, wenn ich in Fahrt bin. Ja? Und das ist nicht immer das, was meine innere Stimme sagt, was das, wenn ich weiß auch gar nicht, was das sein soll, sondern das ist ein Chor. Ich höre meine Mutter, ich höre meinen Vater, ich höre meine Schwester, ich höre alle möglichen Leute. Ja? Mhm. Und insofern schreiben die mit. Insofern ist man da durch Konzentration gerade nicht einsam.
Und Sie haben aber in einem ganz recht. Wenn ich Literatur schreibe, bin ich doch Herr über meine Texte. Ja? Während im Film wäre das genau ein Fehler. Da muss ich hinhören, was macht der Darsteller, was macht der Kameramann. Eigentlich bin ich da gar nicht ein Autor, sondern ein Sammler, wie die Brüder Grimm. Ja? Wen anders fragen. Und das tragen sie nach Hause. Ja? So ist der Filmautor. Sie haben also mitgeholfen, wesentlich initiiert, 1962 als Filmautor, sozusagen den deutschen Film, der vorher sehr erstarrt war, zu revolutionieren. Ich finde es schon nach wie vor so aus dieser Perspektive heute gesehen. Haben dann selber 1966 einen ersten großen Spielfilm gedreht und damit ja auch Filmgeschichte geschrieben, mit dieser Art in Deutschland Film zu drehen, Abschied von gestern, was ja auch ein sehr beziehungsvoller Titel war. Das ist ein Film, an dem ich nach wie vor hänge, ja, nicht? Und ich glaube nicht, dass ich, wenn ich einen Film mache, anders arbeite, als wenn ich einen Text mache. Aber die Literatur, ja, hat andere Regeln. Ja? Hier gibt es ja die Geschichte Anita G. und Sie werden sie nicht verwechseln mit dem Film. Und wir sind dann, das berührt mich noch heute, nach Venedig gegangen aufs Festival, weil in Deutschland war so ein Interesse für die Art von Filme, wie wir sie machten, noch nicht groß. Ja. Das kam hinterher mit Herzog und Fassbinder, Schlöndorff. Die haben dann ja, sozusagen unseren Trampelpfad fortgesetzt und auch ausgeweitet. Aber hier war es jetzt neu. Und das hat mir doch sehr gefallen, ja, dass man dann mit einem Film, der ja nur untertitelt ist, in so einem großen Festival Erfolg haben kann. Hat Sie ja dann auch ermutigt, einfach dort mal 14 abendfüllende Filme zu produzieren. Ja. Was aber, die auch immer interessante Titel hatten, Artisten unter der Zirkuskuppel ratlos, was ja auch in Ihren Büchern ist. Also so eine große Lust, eine Freude an griffigen und überraschenden Titeln. Was wollen Sie damit dem Zuschauer sagen, zum Beispiel mit dem die Artisten unter der Zirkuskuppel ratlos? Das war ja etwas, was quasi in die allgemeine Sprache dann auch übergegangen ist. Nehmen Sie mal, also mir hat als Kind der Zirkus immer gefallen. Ja? Ja. Und wenn jemand ganz hoch in der Zirkuskuppel auf dem Seil tanzt, nicht? Dann denkt man doch, der fällt runter. Ja? Und er kann auch nicht ohne weiteres in die Wirklichkeit eingreifen. Nun ist das ein Symbol für die Künste. Ja? Je höher das Niveau der Kunst, desto hilfloser ist sie in praktischen Fragen. Es gibt von Karl Kraus den schönen Satz, wir haben unser Niveau wieder erhöht, es hat nur noch den Nachteil, es steht keiner mehr drauf. Und das meint er ironisch, aber ich meine es überhaupt nicht ironisch. Ich meine, dass tatsächlich man gar nicht anders kann, als sich Mühe zu geben in der Zirkuskuppel. Ja? Also die höchsten Anstrengungen einzugehen. Gleichzeitig aber muss man wissen, ja, dass der Clown unten, der nicht hochklettert, ja, das zwar kann, ja, aber es nicht dauernd macht, dass der, also von unten nach oben, ist die richtige Arbeitsweise. Die Künste gehen immer in die Höhe, ja? Weil die Anstrengung, ja, nicht, das natürlich macht. Und auch unsere Tradition ist so, nicht? Also in der Musik müssen sie Noten lesen können, sie müssen alles Mögliche können. Also das Können ist an erster Stelle in der Kunst, ja? Und das kann man nicht unterschreiten. Da kann man nicht sagen, hören wir mit auf, ja? Aber gleichzeitig ist alles, was ich denke und meine Mutter mich gelehrt hat, geht von unten nach oben. Ja? So wie im Luftangriff im Keller muss ich anfangen, mich zu retten. Ja? Und da gilt das umgekehrte Gesetz. Und das beides zusammenzubringen, ja, das kann ich jetzt nur darstellen mit einer Darstellerin wie Hannelore Hoger, ja? Die dann auch sozusagen die nötige Maß an Komik aufbringt, ja? Um dieses schwierige Problem, diesen Balanceakt, diesen Gleichgewichtsproblem zwischen Kunst und Leben auszudrücken. Was ist denn das Geheimnis dieser Minutenfilme? Nur weil Sie Hannelore Hoger erwähnen, die Sie ja darstellen, das sind dann tatsächlich kurze Szenen. Sie machen keine langen Filme mehr, sondern quasi kurze Filme, wie zu Beginn der Filmgeschichte, die ja auch mit kurzen Filmen anfing. Warum diese Entwicklung?
Sagen wir mal so, also erstens bin ich ein Patriot der Filmgeschichte. Ja, ich mag die. Das ist ein junges Medium. Gucken Sie mal, meine Großmutter mütterlicherseits ist 1872 geboren, also vor dem Beginn der Filmgeschichte. Längst vor dem Beginn der Filmgeschichte. Ja. Und insofern ist diese Filmgeschichte auch frisch. Und wenn Sie um 1902, meinetwegen in New York, ja, einen Film herstellen oder angucken, dann ist der immer eine Minute lang und kostet $10. Ja, können Sie mitnehmen und Unternehmen gründen. Und das gefällt mir. Und das deckt sich damit, dass eine Kamera ja, niemals lügt, wenn sie und ein optisches Unbewusstes hat. Also die nimmt was auf, was unserem Gewohnheitsblick entgeht. Ja? Mhm. Und das ist aber von sich aus kurz. Ja? Mhm. Und das ist eine Einstellung, wie man sagt. Ja. Ja? Nicht? Also ein Film. Stück. Genau, eine Einstellung. Und das ist sozusagen die Grundform, das Element, wie man sagt, Molekül oder Atom. Ja, das ist ein Molekül, eine Einstellung. Und jetzt, wenn Sie das ernst nehmen und das Schönste, was es gibt, in diese Augenblicksform kleiden und immer wieder Minutenfilme machen, ja, dann haben Sie beim Zuschauer das Recht, das zusammenzufügen zu 9 oder 10 Stunden Zusammenhängen. Und wir haben zum Beispiel mit der Neuen Zürcher Zeitung eine Filmedition gemacht, 10 Stunden lang, der Erste Weltkrieg wie ein Jahrhundert entgleist. Und etwas so Wichtiges, ja, was sich ja wiederholen kann, jetzt hören wir meinetwegen, Israel greift vielleicht in Iran an, die Straße von Hormuz soll gesperrt werden. Das klingt ja alles nicht so besonders, also sozusagen friedenswillig. Ja, ja. Ja. Und da gibt es doch den Punkt, dass man sagt, erzählen wir diese Dinge gründlich. Und wenn Sie, die Wirklichkeit tut das ja, die hat meinetwegen den Untergang der Titanic im Jahre 1912. Und dann haben Sie im Jahr 1962 plötzlich diesen schräg liegenden Dampfer, der ebenfalls aus Ehrgeiz, damals war es das blaue Band, das man mit hoher Geschwindigkeit erreichen muss und prescht gegen einen Eisberg. Und hier prescht man gegen einen Fels, weil man einen niederkniet vor dem Hafen einer Insel, weil man angeben will. Ja. Ja. Das ist ja nun ein interessanter Fortschritt in der Ausbildung der Kapitäne. Und dies so zusammenzuhalten, diese Erfahrungen, das ist etwas sehr Interessantes. Aber heißt ja nicht, dass sich Geschichte irgendwie immer wiederholt. Nein, sie ist ja immer nicht. Wieder neu. Immer neu. Aber Sie können ja den Schettino nicht vergleichen mit dem Kapitän Smith. Ja? Ja. Sie können sogar sagen, zum Negativen ist hier ein gewaltiger Fortschritt. Und wenn jetzt, ich habe den Helge Schneider gebeten, mir das zu spielen. Ja? Das hat auch schon getan. Ja? Und dann kriegen Sie den Abstand, den Sie brauchen, und gleichzeitig eine Nähe. Ja? Mhm. Sie machen unendlich viele tausend Stunden Fernsehen. Andererseits sagen Sie auch, mein Selbstbewusstsein kommt nicht aus dem Fernsehen. Ich bin ein Mann des Buches. Wo ist das Buch im Fernsehen, wenn Sie Fernsehen machen? Also das Buch ist immer gegenwärtig, weil meine Autoritäten, denen ich innerlich gehorche, die ich liebe, in Büchern geschrieben haben. Also nehmen Sie mal einen Mann wie Ovid. Ja? Der ist ja nur 2000 Jahre älterer Cousin. Oder Bruder, oder wie Sie es nennen wollen, oder Vorbild. Ja. Ja? Und der hat geschrieben 1200 Geschichten von Göttern und Menschen, die auf eine einzige Idee geeicht sind. Eine Kreatur, die leidet, wandelt ihre Gestalt. Also ein Gott verfolgt ein junges Mädchen, will es vergewaltigen, unbedingt. Ja? Und die verwandelt sich in einen Lorbeerbaum. Und seither hat das Mittelmeer Lorbeerbäume. Sie verstehen, das ist hinterher bei Cäsars Kopf, ja? Zeichen des Herrschers. Merken Sie, diese Geschichten hängen von selbst miteinander zusammen und erzählen sich. Und ein solcher guter Mann wie Ovid kann das einsammeln und in große Verse kleiden. Ja. Und sehen Sie, ich werde doch sozusagen immer wieder, ich kann nicht so gut schreiben wie der. Ja? Sie zitieren ihn auch immer wieder. Ja, ich bin so klein wie Hut, ihm gegenüber. Aber gleichzeitig aber beeinflusst er mich doch. Ja. Und die vertrauenswürdigen Leute, die Bücher geschrieben haben, sind einfach in größerer Zahl als die vertrauenswürdigen Leute, die bisher Filme machen konnten, die es auch gibt. Ja, ja. Sie sind ja der seltene Fall, der im Grunde beides macht, der sowohl auch, und da möchte ich noch ein anderes Buch von Ihnen
die Kamera halten, der sowohl für seine Filmtätigkeit im Grunde höchste Preise erzielt hat und auf den internationalen Festivals war, als auch mit der Literatur. Also quasi sozusagen, wie gelingt Ihnen das, dass Sie quasi die Essenz von beidem irgendwie immer wieder verdichten und jetzt über Jahrzehnte hinweg dann auch noch im Fernsehen und im Internet weiterführen? Was ist die Antriebskraft darin? Also ich bin ja immer der Gleiche. Das heißt, ich ändere ja da nicht, also was ich gut finde. Nicht? Ich akzeptiere allerdings, also unter Senkung der Ich-Schranke, das Medium. Also ich werde niemals versuchen, einen Film zu vergewaltigen zur Literatur hin. Ich weiß aber, dass mich im Stummfilm schon immer entzückt hat, diese großen Titel. Und das finde ich natürlich noch schöner als ein Buch, wenn ich hausgroße Titel auf dem Festival in Venedig projizieren darf, in 64 mm. Finde ich natürlich schön. Das heißt also gewissermaßen, es gibt eigentlich ein Medium und das ist die menschliche Erfahrung. Und die äußert sich verschieden. Mhm. Und ich bin eigentlich festgemacht bei der oralen Tradition. Also ich habe noch immer die Geschichten am Abend, die mir mein Kindermädchen erzählt hat früher. Und die Stimme, die habe ich im Ohr. Und das Zweite, weder in der Literatur noch im Film gibt es ja die Musik. Und an der hänge ich sehr. Mhm. An der Oper im Besonderen. Besonderen, also der Musikdrama. Also einer Geschichte, die gewissermaßen flüssig gemacht ist. Die anfängt zu schwimmen, wie ein Fisch. Weil die Musik da ist. Weil die doch in unserem Kopf etwas freisetzt. Mhm. Professor Harvard hat mir mal erzählt, man weiß heutzutage, dass in der Steinzeit erst die Malereien da waren. Dann verbesserten sich die Instrumente für die Yacht. Also erst kommt doch das Spielerische im Menschen, die Neugier, das Lebendige. Mhm. Und dann kommt das Nützliche. Die Menschen haben nicht erst Acker erfunden, sondern kleine Gärtchen, die Spaß machten. Ja. Sie sind ja sozusagen neben dem Literarischen, der Liebe zur Musik, dem Filmkünstler, sind Sie auch ein enormer politischer Mensch. Also was ja eigentlich sich auch in Ihrem Filmschaffen ständig widerspiegelt. Also für mich war es immer so, der Grundton eigentlich ist er sehr politisch. Sie haben auch ein Buch geschrieben, das Bohren harter Bretter, 133 politische Geschichten, ausgehend von dem Max Weber Vortrag eben 1919 war es, glaube ich, in München. Mitten im Winter, mitten in der Revolution, hält er einen sehr ernsten Vortrag vom Beruf des Politischen. Genau. Und da sagt er, Politik ist das Bohren harter Bretter mit Augenmaß und Leidenschaft. Ja. Finde ich einen schönen Satz. Ja, Sie haben es ja dann auch als Titel genommen für Ihr Buch. Inwieweit versuchen Sie sozusagen politisches Geschehen auch zu begleiten oder auch zu beeinflussen in der Art und Weise, wie Sie Welt betrachten? Oder ist das zu weit gedacht? Beeinflussen würde ich etwas kühn finden. Ja. Zu beobachten, darüber erzählbar zu halten, zu machen. Ja. Schauen Sie, Sie haben Silvester meinetwegen in einem Kreiskrankenhaus Schwestern, die da arbeiten müssen, die Ärzte, antworten auf Notfälle. Und das ist ein Leben mit Bodenhaftung. Die wissen auch konkrete Auswege. Und wenn es irgendwie hart auf hart kommt, finden die etwas. Diese Art der Intelligenz, die Menschen in ihren Arbeitsfeldern haben, in dem, wo sie etwas können und arbeiten, das kommt ja nicht ohne Schwierigkeiten, das kommt eigentlich gar nicht in einem Bundeskabinett an. Da kommen Papiere an, da ist Zeitmangel, da ist alles möglich. Da müssen 5 Minuten Weltprobleme und eine Hilfe für Griechenland abgehakt werden. Das ist doch etwas, was, da ist es wichtig, scheint mir, dass man Erfahrung von unten nach oben schaufelt. Kann man nur durch Erzählung machen. Mhm. Und Homer hat das immer gemacht, verstehen Sie? Die Odyssee ist eine politische Erzählung. Die Ilias nicht ganz so, aber auch. Und in dem Sinne
Mich hat sehr fasziniert, dass der Eisenstein, der Filmregisseur, im Jahr 1929, und zwar in dem Monat der Schwarzen Freitag, also im Oktober 1929, als der Bankcrash in den USA war, nach Paris reist und James Joyce, den größten, einen der größten Autoren, zum Drehbuchautor haben will, um Marx das Kapital rechtzeitig zu verfilmen. Wäre für die Krise nicht mehr zurechtgekommen. Und das ist aber zum Beispiel ein Ansatzpunkt, der mich spontan fesselt. Ja, nun war da Film viel unmittelbarer politisch. Auch gerade Eisenstein war sozusagen ja der politische Film in der emporsteigenden Sowjetunion. Das ist ja heute in diesem Ausmaß bei dieser medialen Situation ja gar nicht mehr zu erwarten. Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Also Haneke macht auch politische Filme. Ja, das ist ein großer Film, Weiße Band. Das dann aus der Kinderperspektive, also von unten nach oben, das Jahr 1914 erlebt. Und mich hat richtig geschlagen, der Eindruck. Ja. Das sind die jungen Leute, die 1943 regieren werden. Ja. Die werden ein KZ leiten. Ja. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist ein politischer Film. Und genauso ist jetzt James Joyce, der fehlt mir in der Politik. Ja. Der Eisenstein und die Montage fehlt mir. Mhm. Ja. Das heißt also, die Politik ist es eigentlich wert, dass man auch dort, sie ist auch ein Leitmedium, das Beste, was man weiß, hinträgt. Ja, Plato hat das gemacht. Wer? Ja, Plato. Plato, Beim Tyrannen in Syrakus, und da hat immerhin noch Schiller diese schöne Geschichte von der Bürgschaft drüber geschrieben. Aber Plato ist in Syrakus erheblich gescheitert als Tyrannenberater. Sie haben da völlig recht, Voltaire scheitert auch bei Friedrich dem Großen. Eben. Aber es gibt einen Satz von Adorno, den ich sehr liebe. Man darf sich weder vor der Macht der anderen noch vor der eigenen Ohnmacht dumm machen lassen. Mhm. Das heißt, wenn es tausendmal misslang, Ratschläge oder Beobachtungen oder Erfahrung in den politischen Bereich hineinzutragen, dann soll man es zum 1001. Mal wieder versuchen. Nein, die Gegenwart bestätigt sie ja auch, denn die Politiker sind ja so sehr mit Medien verflochten, dass man das Gefühl hat, sie bestehen fast nur aus Medium. Und da müssen wir als Literaten sagen, wir sind auch Medium, wir gehören dazu. Ja? Also wir lassen uns nicht hier abhängen. Ja. Sie schreiben in diesem Buch, das Bohren harter Bretter, aber anders als auch die erste Tugend des erfahrenen Politikers ist das Geschehen lassen. Also das Kanzleramt des Abwartens und des Dämpfens der Entwicklung. Welcher Gedanke steht da dahinter? Erfahrung. Also ich sage ja nicht, dass man überall geschehen lassen soll. Ja, nicht? Also ich bin zum Beispiel nicht dafür, dass man das Jahr 1933 geschehen lässt. Ja? Mhm. Und vieles andere bin ich auch für harten Widerstand zu haben. Aber dass man darauf vertraut, also sie brauchen in der Politik Vertrauen. Ja? Mhm. Das klingt so in einer Zeit der Börsenkriege und der Hedgefonds ein bisschen albern. Aber es ist nicht albern, weil die Wirklichkeit ist klüger, als politische Leiter es sein können. Ja? Mhm. Man muss sie sehr genau studieren und abfragen. Mhm. Dann weiß man übrigens, dass die Wirklichkeit selber ihre Aushilfen in sich trägt. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen optimistischer, als ich bin, und es klingt ein bisschen hochtrabend. Ich müsste es in einer konkreten Geschichte erzählen. Nämlich? Ich erzähle eine, ich greife eine, die mich bewegt. Ja. Ja, und um auch zu zeigen, dass ich einen gewissen Abstand brauche, um politisch zu sein. Ja. Da haben wir einen großen Aufklärer, die hieß Condorcet. Und der lernte eine junge Frau 2 Jahre vor der Französischen Revolution kennen. Und die liebte einen anderen, wie sie ihn bekannte. Und er sagte, ich achte das, ich möchte dich trotzdem heiraten. Und die lebten 2 Jahre keusch miteinander. Und jetzt kommt der 14. Juli, die Bastille fällt. Die Revolution ist da. Und in der Hitze dieses Tages schwängert er sie. Und dann kommt als 9 Monate später ein Aprilkind. Und das ist seine geliebte Tochter. Er wird später von der Revolution umgebracht. Für seine Frau und seine Tochter hat er einen Hafen erkundet und die fahren in die Freiheit. Mhm. Sehen Sie, das ist für mich eine politische Geschichte. Mhm. Ich muss hier den Aufklärer nicht abschwören. Mhm. Ich kann nicht mal sagen, dass er Unglück hat, denn er hat ja diese hinreißende Tochter. Und ist eigentlich glücklich, obwohl er die Guillotine vorausgesehen hat, dass die Revolution sich selbst kaputt macht und zerstört. Ja? Ich habe die Skepsis darin. Ja? Ja. Und trotzdem keine negative Geschichte.
Ja, da haben Sie jetzt auch gleich so ein schönes Beispiel der Art, wie Sie Lebensläufe erzählen, uns in kurzer Form jetzt auch gebracht. Nur auf der anderen Seite eben, weil Sie eben vom Vertrauen sprachen und auch einem gewissen positiven Grundgefühl, finde ich bei Ihnen auch den Satz, dass in der Geschichte Angelegte und Ungelöste kann sich jederzeit gewaltsam Bahn brechen. Also immer das treuende Unglück, was auch historisch und sogar weltumfassend passieren kann. Ich müsste ja naiv sein, wenn ich das nicht wahrnehme. Ja? Und das wird ja gerade von der Wirklichkeit erzählt. Wir Literaten sind Horchposten an den wirklichen Verhältnissen. Ja? Und auch Seismographen im gewissen Sinne. Und wenn wir so etwas wie Fukushima verfolgen und dann sehen, dass meinetwegen die Archäologen in der Universität Sendai, die liegt gleich daneben, gesagt haben, alle 1000 Jahre wird sich das wiederholen. Das letzte Mal war 869 nach Christus, also kurz nach Karl dem Großen, war genau dieselbe Reibung von diesen Erdbebenplatten. Ja. Und schauen Sie, dann denke ich die ganze Zeit darüber nach, was ist eigentlich in Konstantinopel? Ja? Ja. Da ist auf der anatolischen Platte nähert sich seit Kaiser Justinian ein Erdbeben. Ja. Und die Archäologen sagen mir, 60% Wahrscheinlichkeit, dass in 10 Jahren da was passiert. Mhm. Mit EU-Mitteln werden ein paar Schulen im Keller befestigt. Aber das Kernkraftwerk in Bulgarien, eine Schrottmühle aus russischer Produktion, also das Schrecklichste, und Tschernobyl weit unterlegen, steht schon bereit für die Schlammflut. Ja, ja. Sie merken, diese Gefahren gibt es ja wirklich. Ja. Und es ist besser, sie wahrzunehmen. Und das ist jetzt wieder der Punkt. Ich möchte sie wahrnehmen und möchte trotzdem nicht Cassandra sein. Also muss ich irgendeinen Ausweg auch dazu berichten. Andererseits haben Sie auch geschrieben, wir müssen der Cassandra zur Mehrheit verhelfen. Also das wäre mir lieb. Das wäre mir sehr lieb. Mit welchem Ziel? Ja, also Troja. Meine Heimatstadt würde ich gerne retten. Versteht Sie? Und ich bin nicht dafür, dass wir so ein trojanisches Pferd in die Mitte unserer Gesellschaft hieven, die uns dann umbringt. Ich sage Ihnen, das gibt eine Oper von Berlioz. Die gehört zu seinen herrlichsten Werken. Ja? Mhm. Und die ist ganz der Cassandra gewidmet. Mhm. Ja? Wird aber selten aufgeführt. Ja, sie ist schwer. Ja. Aber sie ist als, ich glaube, dass es sehr schwer ist, Troja zu retten. Ja? Mhm. Es nochmal abbrennen zu lassen, regelmäßig abbrennen zu lassen, das ist leicht. Heiner Müller hat mir mal eine Geschichte erzählt, die mich sehr bewegt hat. Da ist der Führer der Nachhut in Troja, Aeneas. Ja. Den Vater auf den Rücken flieht er. Ja. An seinen Sohlen ist das Unglück. Ja? Er kommt nach Karthago. Die schöne Königin, die ihn liebt, stirbt. Und er gründet Rom und 300 Jahre später kommen wieder diese Römer, die Nachkommen des Aeneas, und töten alles in Karthago. Ja, ja. Und jetzt aber dieselben Römer sind jetzt vor Korinth. Ja. Und in der Oper von Rossini können Sie sehen, die Zerstörung, der Brand von Korinth. Und jetzt geschieht den Griechen das, was sie Troja antaten. Sehen Sie mal, das ist ein Kreis um den Orbis und steht bei Vergil. Ja? Und so etwas müssen wir erzählen können. Ja, und Sie erzählen das in Ihren Büchern und Filmen. Wir haben es versucht, in einer Vignette in dieser Dreiviertelstunde zu erzählen. Ich habe sozusagen etwas mehr verstanden und bin Ihnen auch sehr dankbar für das Gespräch. Bei uns im Studio, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, Professor Dr. Alexander Kluge, Jurist, Autor, Filmemacher, Fernsehproduzent. Ich hoffe, Sie haben das Gespräch genauso genossen wie ich und wünsche Ihnen einen guten Tag.